Dir wird es ganz gut gehen in den Niederlanden. So, der Ludwig wurde gerade abgeholt und ich habe gedacht, ich filme auch wirklich genau in dem Moment. Ich habe wirklich ein bisschen Tränen in den Augen. Also ich habe mir schon gedacht, dass ich traurig sein werde, weil der hätte echt auch so ein süßer Kater. Oh Gott, das ist doch ein bisschen heftiger als erwartet irgendwie. Es waren einfach so schöne Monate, wenn er dann immer so angekrüttelt kam oder mit seinen Händen oder manchmal früh dann ins Bett und hat sich so gegen einen rumsen lassen. Och, ich glaube wirklich, das ist der beste Kater der Welt. Habe ich so noch nie bei anderen erlebt und ich freue mich total auf Balu natürlich, also auf das Leben mit Balu, aber Ludwig hätte ich schon auch ganz gern behalten. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen weinen und dann geht's weiter. So, Menschen, das Licht ist nicht das Beste, aber ich wollte noch ein Update drehen. Also ich habe mich wieder halbwegs gefangen, aber ich muss schon sagen, dass ich tatsächlich auch noch viel an Ludwig denke. Also das war so eine schöne Zeit mit ihm und so eine wunderbare Katze, oder Kater eben, dass mich das, glaube ich, noch in Weichen quasi nicht so richtig loslassen wird, was ja auch okay ist. Aber ja, natürlich geht das Leben irgendwie weiter. Also wir waren zum Beispiel Montag mit Balu lange im Wald und der Plan war auch einfach quasi, wir laufen so lange, wie er Lust hat und setzen wir uns hin und machen Pause und das wäre auch okay, wenn er im Wald quasi schläft. Also wir wollten, also wir hatten den ganzen Tag Zeit und haben uns gedacht, wir wollen mal gucken, wie er sich da halt so macht, dass wir ihn halt quasi nicht, also ich meine, bei uns gibt es auch ein paar grüne Flächen, aber es ist halt nicht so, dass man direkt im Wald ist. Und das hat so gut geklappt, es hat quasi viel besser geklappt als ohne Leine. Also der lief total freudig und willig und schnüffelte da rum und ist auch nie abgehauen, sondern ist uns immer hinterhergelaufen. Also es gab eigentlich nur einen einzigen Moment, wo er mal ein bisschen gegangen ist und da haben wir, glaube ich, falsch interpretiert, dass wir dachten, er wollte eine Pause machen und da kam er aber gar nicht zur Ruhe. Also der ist da so rumgewuselt und dann ist er nämlich gegangen und dann mussten wir ihn halt eine Weile auch wirklich erstmal so zurückrufen. Also gegangen, keine Ahnung, 20 Meter oder so. Ich bin schlecht im Schätzen, weiß ich jetzt nicht genau. Und sonst ist der, es war der immer da und das war richtig schön. Also ich glaube, er ist wirklich so ein Natur- und Waldtyp eben. Und das wollen wir halt definitiv auch noch häufiger machen. Haben wir diese Woche dann auch nochmal gemacht. Also es war richtig schön in dem Wald. Außerdem habe ich dann gestern unterwegs noch das Schneckenbuch beendet, nämlich The Sound of a Wild Snail Eating. Und auch das war sehr gut. Ich wusste nicht, dass ich Schnecken faszinierend finde, aber anscheinend ist es so. Also es sind ganz tolle Wesen und es sind so relativ ruhige Memoiren. Also ursprünglich entstand das Ganze, weil die Autorin durch eine richtig heftige Infektion und halt Folgeerscheinungen, Folgesymptome ans Bett gefesselt war und ihre Freundin bringt in einem Strauß, ich weiß es gar nicht mehr, oder Blumenstock, Geranien oder was auch immer, eine ganz normale Schnecke aus dem Wald mit. Und die ist so fasziniert, also die Autorin von der Schnecke, dass sie dann ein richtiges Terrarium baut und eben Schnecken beobachtet dort, denn tatsächlich kriegt die Schnecke zum Beispiel später auch noch Kinder, die war halt vorher schon schwanger und das klingt so, als könnte es auch furchtbar schiefgehen und langweilig sein, aber ich fand es faszinierend und toll und es ist auch kein sehr langes Buch, also 500 Seiten im Bett liegen und Schnecken beobachten hätte ich vermutlich auch nicht gelesen, aber für die Kürze des Buches hat mir das schon sehr gut gefallen. Mal gucken, was ich jetzt vielleicht im Lesemonat noch zitiere oder so, aber das war auf jeden Fall schon mal eine Empfehlung. Ich habe inzwischen auch schon ein neues angefangen, aber ich will mal noch ein paar mehr Seiten lesen, bis ich euch was davon erzähle, damit es auch wenigstens ein bisschen Gehalt hat. So, es ist jetzt Mittwoch und ich musste gestern, oder ich bin gestern noch mal heim, weil ich
ein Video bearbeiten wollte, weil ich konnte damals die Dateien nicht übertragen, um das hier zu machen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich nochmal daheim und ohne Scheiß, auf dem Weg nach Hause habe ich echt zweimal, also sowas gedacht wie, ja nee, wenn ich heimkomme, werde ich zuerst den Ludwig füttern und dann natürlich immer wieder die Erkenntnis, ah nee, Quatsch, der ist ja gar nicht mehr da und immer noch, also selbst als ich zur Tür rein bin, ich so, ja, jetzt muss ich wieder vorsichtig machen, damit ich ihm die Kopf nicht gegen den, die Tür nicht gegen den Kopf dengle und dann so, ach nee, Quatsch, der ist ja nicht da, also das ist echt, das ist noch, also diese 3 Monate waren anscheinend so intensiv, das hat sich richtig mit meinem Hirn verbunden und ich werde den kleinen Fratz echt vermissen, also der ist noch sehr präsent in meinem Kopf, aber na gut, egal. Jedenfalls waren wir heute dann wieder im Wald eben. Das finde ich echt total schön. Und heute war es auch sehr windig. Es fühlte sich schon sehr nach Herbst an und es hat auch herrlich. Also ich bin sowas von bereit für die nächste Jahreszeit. Und heute fühlte es sich eben schon so an, als sei es endlich so gut wie da. Und es hat auch wieder super geklappt. Also wie gesagt, im Wald ist das echt immer total entspannend und richtig, richtig schön. Also übrigens an der Stelle mal, es ist natürlich nicht alles entspannt. Es ist ein Welpe. Der testet genauso wie kleine Kinder Grenzen aus. Der bellt auch gerne mal, was halt in einem Mietshaus so rum so eine Sache ist. Hört auch nicht immer hundertprozentig. Ne? Ich will jetzt nicht so tun, als sei hier alles immer einfach und wunderschön. Aber insgesamt, gerade eben, wenn wir in der Natur sind, funktioniert das echt top. Und so haben wir uns das eigentlich auch vorgestellt, dass wir halt meistens vor der Arbeit, wenn er dann größer ist, 2 bis 3 Stunden vermute. Also wurde immer so gesagt, dass er das gerne macht. Wir wissen jetzt noch nicht, ob unser Hund dann eben auch gerne so gerne läuft, aber da wollen wir halt einfach vor der Arbeit immer ordentlich eine Runde gehen und abends dann halt auch nochmal und an freien Tagen halt ganz gerne wandern. Mal schauen, wie das sich alles so entwickelt. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Sobald wir draußen sind, ist der immer richtig laufwillig und freudig und schnüffelt natürlich, aber ist eben immer in unserer Nähe. Das ist echt cool. Und dann wollte ich noch ganz kurz von der Serie Snowpiercer erzählen. Wir sind noch nicht ganz durch. 2 Folgen haben wir noch. Und den Film und das Comic las, beziehungsweise sah ich eben auch so vor ein paar Jahren, als das damals rauskam eben, mochte das damals auch. Und die Serie gefällt mir. Ich meine, natürlich ist es nichts Neues mit diesem Klassensystem in einer postapokalyptischen Welt, wo sich dann quasi eben wieder so eine dystopische Gesellschaft aufgebaut haben. Ja, das haben wir jetzt schon 1000 Mal gehört, aber ich kann das immer wieder lesen bzw. eben auch anschauen. Ich mag Dystopien einfach, ich mag es darüber nachzudenken oder die Parallelen eben logischerweise zu unserer Welt dann immer zu sehen. Und hier gefällt mir, dass es eben nicht nur diese eine Revolution beschreibt, sondern auch so das Drumherum, also den Alltag in diesem Zug. Wir erfahren ganz viel davon, also wie Leute halt dann doch so ein bisschen Handel betreiben bzw. eben eher schmuggeln, wie sie einfach so vor sich hinleben. Es ist nicht nur so dieses, wir stürzen jetzt die da oben, sondern also viel drumrum, viel, also ja, warum kann man sich schon vorstellen, okay, Klassengesellschaft, aber was das wirklich für einen Einfluss auf das Leben der Leute hat, das finde ich, kommt in der Serie sehr, sehr gut rüber. Und sie ist einfach, ich finde, sie ist spannend, ohne jetzt total plump zu sein. Also es ist jetzt nicht nur hier irgendwie dumpfes Action-Kino. Ich meine, klar, es gab jetzt zum Beispiel auch gerade eine Kampfszene, aber vorher, gab es vorher schon welche? Also weniger, sag ich mal. Es geht wirklich eher um den Alltag, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das heißt, wenn ihr was Unterhaltsames wollt, was euch zumindest mitzieht, was aber trotzdem zumindest ein paar Überlegungen auf unsere Gesellschaft und laute Autos zulässt, dann kann ich zumindest empfehlen. Gefällt mir bis jetzt gut, ich kann noch nichts zum Ende sagen, aber demnächst. Okay, es ist ja, einiges geschehen. Heute ist schon der 4. September. Ich bin gerade noch mal daheim, weil ich noch ein paar Videos drehen wollte. Das ist zurzeit ein bisschen doof, weil eigentlich könnte ich natürlich auch bei meinem Partner in der Wohnung drehen. Er hat auch ein Videobearbeitungsprogramm, aber irgendwie die Hälfte an Videoschnipseln ist irgendwie noch hier daheim und dann muss ich immer mal hin und her und ich hoffe, das wird dann vielleicht so jetzt September, Oktober noch ein bisschen besser.
Jedenfalls habe ich endlich eine Rezension für den Deutschen Buchpreis gedreht. Also ich arbeite dieses Jahr nicht mit dem zusammen oder so, aber ich habe halt zwei von der Longlist gelesen. Tausend Serpentinen Angst, das ist das Buch, von dem ich euch schon erzählt, was mir gut gefiel, wo ich aber noch nicht so viel dazu gesagt habe. Und jetzt habe ich es halt im Video noch ein bisschen besser besprochen. Und der letzte Satz, was mich wiederum leider nicht so überzeugte, das ist gedreht, der diesen Monat ist gedreht. Und leider habe ich aber eben diesen Vlog hier noch nicht bearbeitet. Hin und her ist ja egal. Wenn ihr das seht, ist ja eigentlich alles schon online. Und was mir aber auffiel die letzten Tage, irgendwie gehen die Tage alle so gefühlt übergangslos ineinander über. Ne? Sonst habe ich immer so, ich habe ein bisschen mehr Überblick. Ich weiß zum Beispiel, welche Schichten habe ich in der Woche und nächste Woche passiert das und das. Und zur Zeit ist das wirklich eher so ein, wir sitzen abends und sagen, okay, warte mal, morgen ist Balu bei mir und du arbeitest so lang und dann hole ich ihn ab oder auch nicht. Und was hast du gleich nochmal übermorgen für eine Schicht und wann gehen wir mal einkaufen, wann schaffen wir das? Und es ist zur Zeit alles so gedrängt irgendwie. Und das ist natürlich, hier ist Balu. Der schönste Grund für Stress, den ich mir vorstellen kann, das habe ich auch im Documento Live so geschrieben. Aber ich habe keine lange Planung. Es ist alles nur so stückweise und das bin ich tatsächlich nicht gewöhnt, weil mein Leben sonst viel, viel, viel ruhiger verläuft und ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass es zurzeit alles so bla 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 so im Moment ist, ohne dass ich Zeit habe, durchzuatmen. Das wäre schön, wenn sich das dann für die Zukunft vielleicht nochmal so ein bisschen ergeben könnte, dass da wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Also es ist nicht super schlimm, weil man natürlich weiß, dass es irgendwann endet, aber einfach mal, ja, so ein Runterkommen ist momentan schwierig. Das wird aber schon, also was zum Beispiel schon viel, viel besser geworden ist, dass Balu jetzt tatsächlich 8 Stunden durchschläft und nicht pullern muss. Das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil, dass man die Nacht halbwegs zur Erholung hat. Allerdings ist es zum Beispiel, war das gestern? Gestern Nacht ist es einmal auch wieder schief gegangen, da hat er nach 6 Stunden halt tatsächlich in seinen Korb gepullert. Aber ja, er ist auch noch klein und ich würde sagen, im Großen und Ganzen geht das ganz, ganz gut voran. Und was mir natürlich auch aufgefallen ist wie gut mir dieses tägliche Rausgehen tut. Das habe ich mir vorher schon gedacht, das ist keine neue Erkenntnis. Ich habe ja auch vorher schon die Wanderungen geliebt, aber ich war halt auch einfach nicht jeden Tag 3 Stunden oder wie lange auch immer draußen. Und das ist so angenehm. Dazu kommt ja auch noch, dass ich das meistens mit dem Partner gemeinsam mache. Also wir sind relativ selten allein mit Balu unterwegs. Und ich meine, klar reden wir jetzt nicht ständig über tiefsinnige Dinge oder Dinge, die unsere Beziehungen angehen und stärken, aber wir reden halt einfach miteinander, also mehr, als würde ich eben auf dem Sofa sitzen und er am PC oder so. Und ich meine, natürlich will und werde ich das Lesen auch weiterhin betreiben, aber die gemeinsame Zeit draußen ist echt angenehm. Es gab wirklich schon mehrere Momente, wo wir dann irgendwie dort saßen und Balu halt vor uns und es hat erstmal keiner von uns beiden was gesagt und wir waren beide so wie, wow, ja, so soll es sein, so ist es richtig schön. Zumal es halt auch einfach so viele schöne Naturmomente dazu gibt. Ich habe leider halt nicht bei jedem kurzen Spaziergang irgendwie Kamera oder Handy dabei. Aber ich habe schon so viele tolle Sonnenauf- und Untergänge jetzt mit ganz vielen tollen Wolkenverfärbungen gesehen. Hätte ich prinzipiell alles auch total gerne gefilmt, aber wie gesagt, wenn ich da halt nur mal mit ihm Pipi Kaka rausgehe, dann habe ich nicht immer meine Elektronik dabei und das ist total angenehm, sich noch mehr durch die Natur zu bewegen als vorher schon. Gestern Nachmittag hatten wir dann tatsächlich auch unser erstes Treffen mit einem Hundetrainer hier, den ich super sympathisch finde. Also wir hatten erstmal nur 1 Stunde bezahlt, wir wollen erstmal gucken, was das so für ein Typ ist. Wir waren uns auch noch sehr unsicher, keine Ahnung, gehen wir in die Hundeschule, es gibt auch so Welpenspielstunden oder halt persönliche Hundetrainer und tatsächlich habe ich ihn in diesem kleinen Dresdner Hundeladen kennengelernt, den ich glaube ich im letzten Vlog ganz kurz gezeigt habe und da hat er ganz gewieft so beim Bezahlen des Hundefutters gesagt, so hier, habt ihr eigentlich schon einen Hundetrainer? Ich gebe euch mal meine Karte mit und habe ich mir halt so angeguckt, was er online macht, er hat auch einen Instagram-Account und so weiter und so fort und der hat mich tatsächlich in einem so bestätigt, was, also wo ich mir total unsicher war, wo ich aber so ein gewisses Gefühl hatte, zum Beispiel hat die Tierärztin meinem Partner, ich war bei dem Treffen nicht dabei, ich war arbeiten, diesen Schnauzengriff empfohlen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo man wirklich halt so die Schnauze zuhält und hat gesagt, ja, könnt ihr den Hund ruhig auch mal auf den Rücken hauen und so. Und mein Partner kam danach zu mir und hat gesagt, die hat was gesagt, was dir nicht gefallen wird. Und an dem Tag hat es dann auch mal so gemacht und hat gemeint, ja, hat auch gewirkt. Und aber am Abend desselben Tages haben wir gesagt, er hat es halt immer wieder gemacht und haben gesagt, nee, der lernt doch da nichts draus. Und dann habe ich nochmal gegoogelt und ich weiß, im Internet steht eine ganze Menge Mist. Aber wenn sich die ersten 10 Seiten schon so einhellig einig sind, nee, das ist ganz furchtbar, bitte macht das nicht, dann könnte schon was dran sein. Und ich war mir dann halt so unsicher, weil wenn die Tierärztin, die vermeintliche Expertin sagt, macht das so, klar denkt man sich dann erstmal so, als wir haben zum ersten Mal einen Welpen, also mein Partner kennt sich mit Hunden schon ein bisschen mehr aus, aber dann denkt man sich, okay, macht man das jetzt wirklich so?
Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass mich der Hundetrainer da jetzt so ein bisschen bestätigt hat. Der hat auch gesagt, bitte macht das nicht. Ja, Hunde tun das untereinander. Also es stand ja auch alles schon online, aber es ist irgendwie schöner, das nochmal von einem zu erfahren, wo man dann auch merkt, ja, der kommt auch wirklich mit Hunden gut zurecht. Hunde machen das untereinander, aber erstens ist unsere Hand einfach ganz, ganz anders geformt als eine Hundeschnauze. Und dazu kommt noch, dass Menschen und Hunde eine ganz wunderbare Partnerschaft eingehen können. Aber wir sind kein Hunderudel und wir sind nicht das Alpha-Tier oder so. Wir sind ein Mensch, das ist ein Hund und man kann zusammenarbeiten. Aber ja, also man kann halt wirklich bei allem total viel falsch machen. Und es gibt zu jedem Thema 10 Meinungen. Und natürlich kann man sich für einen Weg entscheiden. Also der eine Nachbar hat uns jetzt zum Beispiel auch erzählt, dass er seinem Hund dann immer mal was mit der Zeitung oder mit einem Schuh übergegeben hat und seitdem nimmt er keine Bockwurst mehr vom Tisch. Und ich denke mir so, ja, weil er halt Angst vor dir hat und das ist nicht der Weg, den ich gehen will. Und wie gesagt, mit dem Trainer waren wir jetzt sehr zufrieden. Wir werden dann auch mehrere Stunden bei ihm mieten oder wie man das auch immer nennt. Und ja, das erstmal soweit als Baloo-Update. Dann lese ich aktuell mehr oder weniger 3 Bücher gleichzeitig, was bei mir total selten ist. Und zwar gemeinsam mit Sophie. Ich habe immer Babel 17 gesagt, aber wahrscheinlich heißt es eher Babel 17 oder so, von Samuel R. Delaney. Ein Science-Fiction-Buch, was sich aber viel mit Linguistik beschäftigt. Es gilt, eine Sprache zu entziffern und es ist wohl eine Sprache, die dann auch gleichzeitig Einfluss nimmt auf die Sprechenden. Oder also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Dann habe ich außerdem ein verspätetes Geburtstagsgeschenk bekommen, nämlich Der Zopf. Das hat ein Kollege immer in den Himmel gelobt und ich war mir immer ein bisschen unsicher, ob es denn wirklich was für mich ist. Ich habe es schon angefangen, eben bevor jetzt die gemeinsame Lektüre kam und ich mag die Themen eigentlich sehr, die angesprochen werden, aber ich kann es noch nicht genau festmachen. Irgendetwas begeistert mich nicht. Ja, muss mal schauen, ob ich das noch ein bisschen besser formulieren kann. Ich weiß gar nicht so richtig, ob es wirklich oberflächlich ist. Ich glaube, das ist es nicht, aber wirkt vielleicht manchmal so ein bisschen, als würde halt einer aus Europa so ein bisschen über die schlimmen Zustände in Indien schreiben. Also es gibt eigentlich 3 Perspektiven, aber das ist eine. Ich muss mal gucken, wie sie das noch macht, ob mir das sehr authentisch vorkommt. Mal gucken. Und dann hatte ich nämlich letztens mein physisches Buch vergessen, aber musste dann doch eher los, bevor ich das andere noch machen konnte, bla bla bla. Und da habe ich mir halt schnell ein E-Book aus meiner, ich habe so eine Online-Bibliothek an E-Books, runtergeladen und das war endlich Sprache und Sein. Da habe ich schon so viel Gutes davon gehört, vor allem von uralte Murla, die ist in letzter Zeit irgendwie immer mal wieder so ein bisschen auch in einem Tag und so erwähnt und ich war mir relativ sicher, dass ich es mögen werde. Ich bin jetzt gerade so ein Stück über die Hälfte und ich finde es großartig bisher. Ist eben ein Sachbuch, was sich damit beschäftigt, welchen Einfluss Sprache auf unser Sein, auf unser Selbstbild, auf unser Miteinander hat. Und vielleicht drehe ich dazu sogar eine Einzelrezension. Das Buch hätte es auf jeden Fall verdient, aber ich, wie gesagt, ich habe ja gerade schon erwähnt, ich bin so ein bisschen hinterher mit Videos drehen. Auf jeden Fall gefällt es mir sehr, sehr gut, aber jetzt geht's aktiv erstmal weiter mit Babel 17 und dann muss ich auch nochmal schauen, wie ich das irgendwie zeitlich ein bisschen unterkriege, denn mein Lieblingskino in Dresden ist jetzt umgezogen, hat eine neue Eröffnung und beginnt halt mit so einem Queer Film Festival und eigentlich wollte ich gestern gerne schon einen Film schauen, nämlich, also Bohnenstange heißt der, glaube ich, auf Deutsch und ich habe gestern 6 Stunden Videos gedreht und bearbeitet, war ja immer noch nicht fertig, wie gesagt, und am Samstag gehe ich aber definitiv ja mit einer Freundin zu einem Film und Sonntag kommt theoretisch auch noch einer, den ich gerne sehen würde und dann haben sie zusätzlich eben noch ein Streaming-Angebot. Hin und her, bla bla bla. Ich hoffe, ich schaffe es eben vielleicht schon ein paar Mal mit ins Kino, weil ich das schon auch mag, halt lokale Dinge, Firmen, was auch immer zu unterstützen, die ich eben mag. Aber wie gesagt, ein bisschen Ruhe wäre auch mal ganz nett. Genau, das waren so die wuseligen Gedanken aktuell. Ich hoffe einfach, es normalisiert sich alsbald so ein bisschen, damit ich vielleicht auch wieder ein bisschen fokussierter sein kann oder so. Wie gesagt, zurzeit ist alles so, okay, das und das muss noch gemacht werden und bla 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 und abends zack ins Bett und schlafen und am nächsten Morgen wieder bla 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 bla. Ja, mal gucken. Meistens geht es mir im Herbst sowieso besser als im Sommer. Ich fand den August ganz, ganz furchtbar, aber jetzt mit ein paar Regentagen bin ich eigentlich schon wieder relativ glücklich. Also es war auch, es stört mich null, mit dem Hund rauszugehen, wenn es gerade regnet. Das ist eigentlich das Schönste, was mir mit passieren kann. Und ja, da schauen wir mal, was der September jetzt noch so bringt. Ansonsten danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne Meinungen zu Hunden, zu Büchern, zu Filmen, zu was auch immer dalassen. Ich freue mich auf eure Kommentare und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.